Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, ich bin jetzt so in einem kleinen Dilemma. Dementsprechend machen wir jetzt vielleicht nochmal was Hilfreiches für Blutbefleckte und vielleicht nochmal eine kleine Information für den einen oder anderen, was er vielleicht noch nicht wusste. Aber ich denke mal, das wäre auch eher was für Oldschool-Spieler oder... Ja, gerade die Oldschool-Spieler, gehe ich mal davon aus, wissen das schon und haben es auch schon gemacht. Wir brauchen ja jetzt für die Challenge 500 legendäre Scheine. Bedeutet, wir brauchen an und für sich recht viele legendäre Items. Ich möchte aber den Scheinautomat nicht benutzen. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, wir machen uns das jetzt mal ein bisschen einfacher. So, wir gehen jetzt unter Nahkampf-Klingenwaffen. Ich habe mir jetzt Todeskrallenklauen besorgt durch die Fleischsäcke per Westtech. Wie gesagt, Fleischsäcke gehen bei mir immer am einfachsten. Man kann auch Todeskrallen nehmen. Man kann sie auch im Mülleimer finden, aber ja, gut. Ich finde, die Fleischsäcke sind immer noch am leichtesten. So, jetzt werde ich mir hier einfach mal ein paar davon herstellen. Und wie man sieht, die brauchen halt auch legendäres Modul. Todeskrallenklaue und ansonsten ein bisschen Kleinkram. Federung, Gummi, Kleber und Plastik, Schraube, Stahl. Halt alles ein bisschen was. So, und diese sind halt 3 Sterne. Das heißt, ich kann sie jetzt an und für sich wieder verwerten. In der Hoffnung, da Blutbefleckt rauszukriegen. Weil das unheilsame Monster hat als 1. Stern Blutbefleckt. Als 2. Stern ist auch ganz cool. Das ist nämlich starke Angriffe. Der 3. ist jetzt per se nicht so geil bei mir, aber okay. Er macht das, glaube ich, eher immer so und dann so. Ich glaube, das ist... Dann sieht man es auch ein bisschen besser. Da hätten wir jetzt ein Modul von den 3 in 1 gekriegt. Es geht mir jetzt aber eher um den Prinzip des Lernens. Und immer aufpassen, dass man die Klauen nicht kaputt macht, sonst muss man die neu sammeln. Und jetzt machen wir das halt mal. Ich gucke jetzt mal noch nicht nach, was gekommen ist. Aber wie gesagt, gerade für Blutbefleckte ist das halt vielleicht ein bisschen interessant, das zu bekommen. Ah, war wieder keins dabei. Und so kann man halt gezielt jetzt dran gehen. Für Junkie gibt es sowas leider nicht. Wäre mir jetzt nicht bekannt. Und man muss auch immer bedenken, es kostet immer 2 Module, das Wäffelchen herzustellen. Ja, ist halt auch so ein Ding, wenn man die Module nicht hat. Aber wenn man jetzt gezielt grindet auf Blutbefleckt, ist das an und für sich der best- und schnellstmöglichste Weg, das Ganze einmal schnell zu machen. Ich mache das jetzt hier so lange, bis ich halt entweder meine 500 Scheine fertig habe und bei den legendären Modulen dann halt ein bisschen runter bin. Oder bis ich jetzt halt alle 3 davon gelernt habe, was wohl wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, aber hey. Weil alle 3 kann ich davon noch gar nicht hier auf dem Char. Und ja, auf dem anderen habe ich das auch schon durchgeführt, aber der hatte auch schon deutlich mehr Module gesammelt. Da hat ihn das jetzt nicht so gestört, weil der knapp über 1000 Module bei dem Update noch hatte. Von daher tun ihn denn so 2 Dinger nicht weh. Gut, da habe ich das auch, glaube ich, mit knapp fast 100 Krallen gemacht. Weil da hatte mir noch der letzte gefehlt hier von... Oh, Schlagwaffen. Der letzte gefehlt vom verbesserter starker Angriff. Blutbefleckt habe ich so gekriegt. Deswegen, an und für sich geht's, ja. Aber wenn man es jetzt gezielt sucht, immer noch beste Weg. Und an und für sich recycle ich gerade nur ein bisschen. Ein klein wenig. So, weil die legendären Module brauche ich jetzt momentan nicht so wirklich. Weil ich kann hier noch nicht wirklich was zum Basteln. Und das heißt, es sammelt sich auch sowieso über die Zeit wieder an. Ich gehe nicht davon aus, dass jetzt meine... Wunsch-Perks jetzt demnächst
alle zusammen gleich fallen und ich sage so, jo, jetzt müssen 20 Rüstungen gemacht werden. Von daher, mal gucken. So, heute wieder ein bisschen kreuzig hier. Na komm. So, 120 habe ich noch. Nee, will immer noch nicht. Na gut. Wir machen noch ein bisschen weiter. Bis 100 würde ich runtergehen, locker. Wenn nicht sogar bis 50 würde ich sogar runtergehen, fast. Gut, klar, ein Modul herstellen, gerade dritte Stern, das ist schon arschteuer. Deswegen werde ich wohl wahrscheinlich ewig und drei Tage immer nur verwerten. Um halt kostenlose Module zum Rumspielen zu kriegen. Und dafür braucht man dann nur lediglich ein paar Scheinchen und dann ist es auch wieder gut. Deswegen alles nicht so wild. Aber jetzt haben mich die Verwertungsgötter definitiv in den Stich gelassen. Na gut, hauen wir. Komm, ich hau jetzt alle Module rein. Wir hauen jetzt alle Module rein. Na, jetzt gerade überlegt, doch, wir lassen noch 100, aber. Nee, warum? Wenn ich jetzt ganz dringend welche bräuchte, dann. Kann ich sie mir auch recht schnell besorgen. So, da nochmal, da nochmal. Mag heute nicht. Mag heute echt nicht. Aber wir sind schon mal bei 300 und ich habe das nur durchs Verwerten gemacht. Leichter wäre es natürlich gegangen, wenn wir das jetzt anders machen. Indem wir das jetzt halt durch die legendäre Schreinpresse machen. Das wäre dann halt einmal vollfüllen, relativ schnell mit mit dreisternigen Items. Aber ich sag mal so. So kann ich dann vielleicht nochmal was lernen. Das müssten wir dann wohl wahrscheinlich erst beim nächsten Mal durchführen. Weil dann habe ich erstmal keine Module. Erstmal. Oder ich roll's weg. Das könnte man auch machen. Muss man mal gucken. Aber ich wollte es wenigstens jetzt einmal probieren. Einmal gemacht haben, so nach dem Motto. 500 Scheine per Verwertung. Ist das erste Mal. Der mag mich nicht mehr. Der will nicht mehr. Ein Mod hat er bis jetzt nur gegeben, aber bis jetzt noch kein Bauplan. Sieht genauso aus wie bei dem anderen. Ist halt auch eine geringe Chance, ne? Ja, gut. Nochmal Mod, nochmal ein Mod, okay. Wie gesagt, Mods gucke ich mir am Ende an, was da jetzt rausgekommen ist. So, 20 sind's noch. Fertig sind wir noch bei weitem nicht. So. Ja, mit ein bisschen mehr hätte man dann halt schneller hintereinander verwerten können, ne? Na komm. Du möchtest mir jetzt wenigstens einen Bauplan in die Hand drücken, nicht nur die Module. Ah, blutbefleckt freigeschaltet. Na, siehst du. Das waren jetzt gut über 200 Module. waren das jetzt so im Schnitt? Oder was waren das? 220, ne? Hab mir jetzt die genaue Zahl nicht gemerkt. Ich müsste zurückspulen. Aber ich kann doch nicht zurückspulen. Aber es war's.
Mehr haben wir nicht. So, das heißt, die Klauen können jetzt auch weg. Die kommen jetzt wieder in den Schrank. Als Schrott. So, wir haben Blutbefleckt freigeschaltet. Und jetzt gucken wir mal noch, was für Mods rausgekommen ist. Es ist einmal Blutbefleckt rausgekommen und Disrabauken, also verbesserter starker Angriff für Nahkampfwaffen. Somit ganz cool. So, die packen wir dann auch gleich mit hier zu den anderen. Alles zum Sammeln und Blutbefleckt hatte ich sogar noch nicht drin hier. Aber man merkt, es sammelt sich hier schon langsam so ganz klein bisschen was an. Noch nicht viel, aber es kommt. Es kommt. Und wir sind jetzt in der Lage, Blutbefleckt zu bauen. So. Also hier mit Adrenalserium passt eigentlich ganz gut. Hier möchte ich gerne nochmal Junkie, aber. Okay, wir haben jetzt schon mal Blutbefleckt, wir haben unnachgiebig, wir könnten schon mal Blutbeflecken fast ausstatten hier. Also so ein paar wichtige Dinge habe ich ja jetzt auch mittlerweile hier. Aber hier hätte ich halt nochmal Beweglichkeit. Stärke zwar auch ganz cool für ein Nahkampfbild, aber. Gut. Das wird aber eine ganz lange Zeit nichts. So, wir brauchen jetzt noch. Genau eine Waffe. Genau eine einzige Waffe. Okay, das passt. Ist in Ordnung. Und ich habe schon gesehen, da ist ein Lightwolf. Aber jetzt hat man wenigstens gesehen, okay, es ist möglich, sich leicht blutbefleckt zu holen. Leider gibt es so eine Waffe nicht in Junkie, sonst hätte ich es jetzt mit einer Junkie-Waffe durchgeführt. Also wir haben zwar Name-It-Waffen, die Junkie beinhalten, aber die sind halt, ja, kriegst du einmal aus der Quest, das war's. Und man braucht ja eigentlich relativ viel. Und gerade bei Blutbefleckt ist es ja eigentlich am leichtesten mit dem also Unstoppable Monster oder bezüglich unaufhaltsames Monster, sich das zu holen. Und das hat ja sogar bei mir geklappt. Also, ne? Es kostet zwar, aber dementsprechend ist es halt sicherer Weg. Dann soll er Ärger machen. So. Aber wie gesagt, bei 200 Modulen, wenn zwei Module quasi einmal eins kostet, und ich bin ein bisschen zu weit außen gelaufen, dann kann man sich ja selbst ausrechnen, wie viel Waffen ich jetzt quasi eigentlich benutzt habe. Ja, das war nicht wenig. So. Hätten wir jetzt noch mal ein paar Kultisten gehabt. Ja, kannst gleich mitkommen. Nee, ich weiß, dass du nicht weichen wirst, aber ich habe nur noch 4 Minuten. Momi, ein bisschen beeilen. Ich will alle drei abfarmen. Vampirs-Schlagstock. Wie gesagt, gerade jetzt so, wo wir das jetzt immer schön auseinandernehmen können. Top. Da macht Lightwolf dann gleich noch mehr Sinn. Vorher waren es nur Scheine, die man sich auch irgendwann zu viel gefarmt hat und dann ja schon tausende von Modulen in Lager reingeschmissen hat und man nicht mehr wusste, wohin damit. Man hat sich dann ja irgendeinen Scheiß gebaut und dann gehofft, ja gut, hoffentlich wird das was. Aber na gut. So, jetzt erstmal dich wegmachen, dann dich wegmachen, dann dich wegmachen. Noch jemand? Glaube jetzt nicht mehr. Junkies Kriegstrommel, das wäre so göttlich, wenn ich endlich mal diesen Junkie rauskriege. Zum Bauen oder als Modul. Ich nehme es auch erstmal als Modul. Also ich bin jetzt nicht gierig oder so. Ich nehme auch gerne nur das Modul. Bauplan werden zwar natürlich ein bisschen schöner, weil dann kann man es halt immer wieder bauen. Aber ja, ich nehme auch erstmal das Modul. Das wäre dann halt auch schon mal was, was in der Kiste dann gut wäre. Was ich auch gut verwenden kann. Weil die meisten meiner Waffen sind halt Junkie. Junkie und Vierfach, das wären so die
Gott-Perks von 1-Sterne-Sachen, die hier noch definitiv fehlen. Weil unnachgiebig hab. Na gut, halt stärkend wär's ja noch. Stärkend wär's noch. Stärken fehlt auch noch. Weil dann habe ich eigentlich die, die ich am ehesten benutze. Und die ich auch für die meisten meiner Spielstile dann mal so zwischendrin brauche. Dann würde nur noch Beweglichkeit fehlen als zweiter Stern. Ja, es fehlt halt noch so einiges, noch so einiges. So, aber jetzt haben wir erstmal ordentlich Fleisch gekriegt. Wir haben hier mysteriöse Stachel. Leider keine Bombe zu meinem Schärfen, aber mysteriöse Stachel heißen jetzt nicht, dass ein Sheepy hier sein kann. Sei denn, er kommt jetzt nochmal ums Eck, aber nee, eigentlich nicht. Gut, uns fehlt noch ein bisschen was. Machen wir jetzt nochmal gucken in die Daily Ops. Was haben wir da? Getarnt, wenn keine Angriffe erfolgen. Jo, Roboter. Unheimliche Höhlen. Ich hätte lieber wieder Fanatiker in der Gießerei. Weiß nicht, irgendwie die Gießerei mag ich sonst eigentlich nicht so, aber irgendwie in der Daily Ops fetzt sie schon. Wir haben den Kontakt zu Verbindungsgeräten in eurer Gegend verloren. Wir brauchen sie, um den Feind im Auge zu behalten. Zum Verstärker. Für die Kommunikation mit den Verbindungsgeräten muss er repariert werden. So. Start der Signalkalibrierung. Dann kriegen wir ja gleich wieder ein neues schönes Modul. Man sieht euch doch kaum. Blöde ist, Bärenmantel funktioniert leider nicht gegen Roboter. Und der Power-Rüstungsmod funktioniert leider auch nicht, weil, naja, markiert zwar lebendige Ziele, aber ja, das Wort lebendig fehlt. Getarnte Roboter sind immer doof. Klar, man geht, es geht immer noch. Man weiß ja von wo sie schießen. Dann werden sie ja meistens auch nochmal aufgeblinzelt hier. Dann hält man nochmal kurz ein bisschen rein und dann passt das. Ungefähr so. Ja, der vertreibt nämlich Kummer und Sorgen. Da gebe ich dir recht. Plasma am Morgen. Ich mag die Gazis auch von den Sprüchen her. Sind halt schön. Es fehlt nur noch, soll Gott sie aussortieren. Sam mit Kommunisten Maden macht. Ja, ich kann auch deinen Satz vollenden. Kein Problem. Ich bin schon wieder rausgelaufen, weil ich schon wieder nebenbei loote. Ja, ich bleib ja schon hier stehen, Papi. Ich melde mich zum Dienst. Hast aber jetzt lange gebraucht, um mich zu unterbrechen hier. Braucht ihr wirklich so lange? Na, der war ein bisschen besser drauf. Hab doch schon gesehen. So. Jetzt wollen sie mich nicht mehr auswählen lassen. Auch ins Dunkel kann ich reinbolzen. Verbindung hergestellt. Schnell zum zweiten Gerät, bevor ihr überrannt werdet. Also überrannt fühle ich mich jetzt nicht. Noch nicht. Wäre halt auch wirklich mal schön, wenn die einen wirklich mal überrennen würden. Wenn sie jetzt wirklich kommen würden, so alle 10 Sekunden und gib ihm, gib ihm, gib ihm. Und zwar mit 50 Mann. Soll ich wieder Blödsinn machen?
kann Popcorn essen. Oh. Hat er mich rausgestunt. Wahnsinn. Aus der Sonne. Komme ich in der Leiche hier nicht vorbei? Schlimm mit der Leiche. Genau, was ist los? Na komm, einmal zwischenlooten geht immer. Damit wir nicht allzu viel Minus machen. Haben schon 4000 Minus heute verschossen. Sie macht zwar sehr viel Spaß, frisst aber viel Money. Ist auch strong, aber frisst Money. Naja gut, an und für sich ist es eigentlich sogar noch recht einfach herzustellen, weil man braucht jetzt kein Schießpulver oder so dazu. Nur Blei und Stahl waren das. Und naja gut, das eine kann man sehr leicht besorgen, das andere an und für sich auch. Und wir haben jetzt schon... Oh, Tatsache. Ich habe jetzt nicht auf die Uhrzeit geguckt beim Craften. Wir haben Herz des Sumpfes. Oh, ich muss mich beeilen. Das noch schaff. Das wäre eigentlich nochmal ein schnelles, schönes Event. Schon wieder 20 Minuten um. Ja, ab und zu geht das mal schnell. Wie die Zeit verfliegt. Ein bisschen hier machen, ein bisschen da machen. Okay. Verbindung von beiden Geräten. Wir begeben uns dorthin. Das ist der Ort. Waffen, Vorschlagkämme und was ihr sonst noch so habt. Sorgt doch mal für etwas Aufruhr. Oh, versuchen wir mal ein bisschen schneller zu werden hier. Ist tot. Da ist noch irgendwo einer. Verstecken zählt nicht. Da oben bist du. So, dann lass sie mal schmecken. Ihr könnt euch auf die Schulter klopfen. Die Verbindungsgeräte sind entscheidend für Appalachias Sicherheit. So. Schnell, schnell, schnell. Nur mal kurz drüber gucken. Unaufhaltsames Monster. Okay. Ja, jetzt weiß man auch, wo man das unaufhaltsame Monster herkriegt, ne? Einmal rein und schon habe ich es wieder. War es jetzt eigentlich nicht? Ich hoffe, ich hatte das jetzt gesagt. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Wenn nicht, falls nicht bis zu Ende geguckt worden ist, ja Pech, dann weißt du halt nicht, wie das ist. Nee, aber unaufhaltsames Monster, Daily Ops, schon seit eh und je. Deswegen passt das eigentlich ganz gut. Ich weiß ja jetzt noch nicht mal, was die haben, ne? Aber egal, ich habe alles bei. Die sind getarnt. Hatten wir da nicht gerade erst? Dann tarnen wir euch hier mal durch, wa? Ratatata. Blöde ist, dann sehe ich immer die Ghule nicht, wenn sie auf mich zurennen.
Ich weiß, dass schon mal ein Faultier hier in der Nähe ist und die Ghule sich den Faultier genähert haben. Das heißt, entweder hier vorne ist das Faultier. Nein, ist es nicht. Oder ist es dort hinten? Ah, hier. Hab schon mal einen gehört. Ich nehme mal kurz Bärenmantels. Ich sehe es gerade nicht. Irgendwo habt ihr es umgebracht. Aber mein Herz ist gerade aufgegangen. Von daher machen wir es einmal kurz weg hier. Ich kann euch sehen. Ich sehe tote Meierlurks. Monster von Grafton schon wieder? Na denn. Kein Problem. Dich machen wir gleich als nächstes weg. Na? Du nun unsichtbar bist oder nicht? Komm her hier. Moment, ich mach mal so hier. Weil der Brandeffekt macht bei dir nämlich ein bisschen mehr Schaden. Es sind ja eigentlich nur die Resistenzen, die sauhoch sind. Und da ich jetzt gerade keine Antirüstung-Waffe dabei habe, bei dem wird es sich ja wieder lohnen. Und Powerrüstung nicht auf betoniert eingesetzt ist. Machen wir es so. Jetzt warten wir einfach auf deinen Tod. Und wir warten, und wir warten, und wir warten, und wir warten, und bums, du bist umgefallen. So, jetzt hätte ich trotzdem meine legendären Scheine schon mal fertig. Gab nochmal ein legendäres Modul. Jetzt haben wir sogar noch, müssen sogar schon zwei sein. Zwei mutierte Paketchen. Dann können wir hier einmal kurz klein machen. Anti-Rüstungsbeil. Was hast du sonst eigentlich noch drauf gehabt? Waffengeschwindigkeit und Wahrnehmung. Ja. Nee. Des Killers Körperteile und Nachladegeschwindigkeit. Ich kriege in letzter Zeit so viele mit Nachladegeschwindigkeit. Der Wahnsinn. So. Blechdosen dazwischen nochmal wegmachen. Bis jetzt habe ich noch nicht den Turtle gemacht, worauf ich noch schon sehr stolz bin. Also beim Verwerten bin ich momentan nur sehr, sehr vorsichtig, aber ich bin wirklich am Überlegen, sämtliche meine Rüstung zu benennen, aber so viel Benennung hat man leider nicht frei. Oh. Wird also nicht bei jeder klappen. Gut, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle noch meinen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein. Und bis denn.